Hallo zusammen, hier ist der Manu und heute haben wir hier zwei Kameras, einmal GH5 und einmal GH5S. GH5S unterscheidet sich eigentlich äußerlich nur, dass hier ein roter Rack-Button ist. Sonst sind die beiden Kameras ziemlich gleich. Innerlich unterscheiden sie sich aber ziemlich stark. Und zwar hat die GH5S keinen Stabilisator mehr, also der Sensor ist nicht mehr stabilisiert. Das heisst, ich kann nicht mehr ganz so verwacklungsfreie Videos machen. Ich muss es zum Beispiel auf ein Rig tun oder auf einen Gimbal oder irgend so etwas. Zusätzlich hat die einen 20,3 Megapixel Sensor. Die hat nur einen 10 Megapixel Sensor. Ich habe also größere Pixel und durch das weniger Rauschen. Also ich kann ISO viel weiter rauf, 25'000 ISO und ich bin immer noch ziemlich rauschfrei. Ja, ich teste die sicher mal. Schau sie an, auch im Vergleich zu der Sony A7S in Lowlight-Situationen. Falls du auch noch irgendwelche Ideen hast, was du gerne wüsstest oder was ich gerne testen sollte, lass mich doch bitte wissen, schreib sie in die Comments und ja, bis bald. Ciao zusammen!